Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hier ist Jackal Sports wieder aus Dassendorf vom Wendelweg. Und so sieht er aus, dieser Ostermontag in Dassendorf. Sportlich, spannend und wir erwarten wieder jede Menge Zuschauer. Aber heute, da geht es nicht um die Ostereier. Heute geht es um drei ganz, ganz wichtige Punkte in der Oberliga Hamburg. Tabellenplatz 3 gegen 4. Die TuS Dassendorf empfängt Altona 93. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Gleich geht's los. Ja, liebe Zuschauer, bevor es losgeht, dann fehlt natürlich noch der Spieltagstipp an diesem Ostermontagskracher. Eigentlich sind ja immer drei Leute vor der Kamera, die tippen. Christel ist im Urlaub. Schöne Grüße an Christel. Aber Silke, wie geht's aus heute? Was ist dein Gefühl? 3:2. 3:2, knapper Sieg. Und Wolfgang? 2:1 für Dassendorf. 2:1 für Dassendorf, super. Ja, ihr beiden, ihr seid ja immer vor der Kamera und es war ja gestern Ostern, deswegen haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Einen Moment. Es gibt nämlich von uns noch Ostergeschenke. Dankeschön. Wolfgang, danke. Silke, und du darfst bitte auch für Christel vertretungsweise das mitnehmen. Okay, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank dafür und dann schauen wir uns jetzt an. TuS Dassendorf gegen Altona 93. Viel Spaß und gute Unterhaltung. So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ja, über 700 Zuschauer sind gekommen an diesem Ostermontag, an diesem Kracherspiel zwischen dem TuS Dassendorf und Altona 93. Tabellenplatz 3 gegen 4. Hinspiel übrigens ein 3:1 für die TuS Dassendorf. Die Mannschaften laufen ein, dann schauen wir mal aufs Personal. So sind die aufgestellt heute, die TuS Dassendorf im Tor mit Sebastian Kalk. Davor die Viererkette mit Kleine, Aust, Alschwede und Sova. Davor Detmann, Kurczynski und Lamm. Und vorne drin Maggio, Martin Hanek und Rinik Karolus. Das Trainerteam Peter Martens und Thomas Hoffmann. So, reines Spiel, zweite Spielminute. Achtung, Ambrosius prüft da gleich mal Sebastian Kalk. Ganz früh in der Partie schon die erste Chance für die Gäste. Im zweiten Anlauf dann Sebastian Kalk sicher. Nächste Aktion, 10. Spielminute, die erste für TuS Dassendorf. Über rechts. Kurczynski auf Hanek. Und der zieht den Ball in die Mitte, da kommt Karolus! Nächste Aktion, 10 Minuten später. Großes Durcheinander jetzt im 16er von Altona. Die haben den Ball. Hier aber leichtfertig den Ball wieder hergeschenkt. Dassendorf mit dem nächsten Anlauf. Kleine sieht Kurczynski. Traumpass, Kurczynski, Latte. Martin Hanek. Der kommt nicht durch. Karolus auch an die Latte. Und dann ist es Barkmann oder Karolus. Schauen wir noch mal drauf. Großes Durcheinander bei Altona. Und hier ist es ja, ein Mix aus Karolus und Barkmann. 1:0 Führung für die TuS Dassendorf. Rinik Karolus bringt die Führung für die TuS Dassendorf. Nächste Szene wieder unsere TuS Dassendorf. Kurczynski gegen Ambrosius und Nielsen wird gelegt. Ist das ein Elfmeter? Schiedsrichter Fader mit perfekter Sicht. Und schauen wir nochmal drauf. Für uns zu wenig für einen Elfmeter. Aber Dassendorf spielte weiter. 38. Minute. Wieder über rechts. Maggio auf Hanek. Und jetzt achten Sie mal. Hanek. Perfekter Laufweg von Kurczynski. Eiskalt, trocken, 2:0, TuS Dassendorf, Christoph Kurczynski, weil da eben der Laufweg perfekt ist, der Pass von Martin Hanek perfekt ist. Wunderschöner Treffer, 2:0 Führung für die TuS. So, was kam noch von Altona? Achtung, auch die machen den Materialcheck auf der anderen Seite, es bleibt aber beim 2:0. Und Dassendorf, wir haben noch eine Szene hier vor der Halbzeit. Achtung, die Flanke kommt und jetzt kommt Martin Hanek. Haarscharf, das war's. Das war die erste Halbzeit, 2:0 für die TuS Dassendorf. Jetzt übergeben wir an Jachubau. Schöne Bilder
jetzt in der Halbzeitpause. In Halbzeit 2 und wir beginnen mit einem Nebenschauplatz. Unsportlichkeit von Altonas Ersatzspielern. Faustschlag gegen die Zuschauer hier auf dem Platz. Da gab es die Ampelkarte. Keine andere Option hier für Schiedsrichter Förder. So gekickt wurde auch langer Pall von Groschke auf Goa. Der ist auf und davon. Aber Sebastian Kalk verhindert hier den Anschlusstreffer. Aber von Altona kam jetzt mehr. 61. Spielminute. Hier ist Michael Gries auf und davon. Aber Kleine und Kalk im Zusammenspiel mit ganz, ganz viel Einsatz und Herz. Und schauen Sie mal auf Kleine und auf Kalk. Klasse Abwehrverhalten jetzt von Dassendorf. Nächste Szene wieder Altona. Kalk war da schon geschlagen, aber Gigi Lam rettet beim Kopfball von Ambrosius auf der Linie. Es bleibt beim 2:0. Wieder Altona, nächste Szene. Goa gegen Kleine und Altschwede. Ist das ein Elfmeter? Für uns absolut nicht. Schiedsrichter war da mit perfekter Sicht hier auf dieses Geschehen. So, Hacke, Spitze, 1-2. Ah, das Tor leider nicht. Der Abschluss in dem Fall zu schwach. Tolle Nachrichten, Sven Möller, herzlich willkommen zurück. Großes Comeback an Spieltag 1 mit Kreuzbandriss ausgefallen. Jetzt sein Comeback. So einen haben wir noch. Carolus auf Martin Hanek. 93. Spielminute gegen die Laufrichtung von Barkmann. Das ist der Schlusspunkt, das ist das 3:0. Die TuS Dassendorf gewinnt gegen Altona 93 und bleibt dran, da ganz oben an der Tabellenführung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt kommen noch die Interviews. Ja, liebe Zuschauer, wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Sven Möller ist bei mir. Sven, herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier. 3:0 Ostermontagsduell. Dein Fazit zum Spiel? Ja, ordentliche Partie auf jeden Fall. Wir haben heute wieder gezeigt, was wir zu Hause hier einfach können. Auch so ein bisschen daraus gelernt, was letzten Freitag gegen Paloma passiert ist. Dass wir nach der Halbzeit einfach rauskommen, präsent sind und weiterhin unser Tor heute verteidigen. Und ja, überragendes Spiel ehrlicherweise heute. Noch eine ganz persönliche Frage, ich habe es mir aufgeschrieben. 248 Tage hat es gedauert, bis du das Comeback gemacht hast. Wie hat es sich angefühlt? Vom Stadionsprecher nochmal besonders angepriesen. Ja, also es ist eine lange Leidenszeit hinter mir, aber ich habe mich mega gefreut, egal wie viele Minuten es heute waren, egal wie viel es stand. Es ist eine lange Zeit, ehrlich gesagt, auch wenn es für den Amateurbereich schon schnell ist. Es sind morgen genau 8 Monate nach der OP. Ich freue mich mega, wieder hier zu sein, der Mannschaft so helfen zu können. Und dann schauen wir mal, was am Freitag geht. Was ist drin noch in dieser Saison? Alles ist drin, alles ist möglich. Wir müssen dran glauben, das werden wir tun. Die Liga ist sehr ausgeglichen, vor allen Dingen die Duelle oben. Das sehen wir immer wieder und deswegen, wir glauben fest dran. Wir kennen diese Situation auch. Aus meinen ersten Jahren, wo wir noch die Meisterschaft gewonnen haben, war es auch immer eng am Ende. Und wir müssen von die Spiele gewinnen einfach und weiterhin Druck ausüben von unten. Und dann bin ich mir sicher, dass wir am Ende vielleicht ganz gut dastehen. Ganz gut dastehen, ganz gut dastehen. Am Freitag geht es schon weiter, dann hier gegen Niendorf. Wir werden dabei sein. Vielen Dank dir, Sven. Ich danke euch. Bis dann. Ja, dann haben wir noch Finn Rathjen, den Gästekapitän. Finn, 3:0, heute hat es nicht gereicht, woran lag's? Ja, also ich muss erstmal sagen, dass es natürlich schon eine erfahrene Truppe ist, gegen die wir heute angetreten sind, die dann auch wirklich ja, aus den wenigen Großchancen dann auch jedes Mal ein Tor gemacht haben. Das ist natürlich auch dann irgendwie eine gewisse Qualität, die dann da auch auf einen zukommt. Im Gegenzug haben wir unsere großen Chancen nicht gemacht. Ich denke da gerade an die zweite Halbzeit, hatten wir ein, zwei Szenen, wo wir auf jeden Fall dann auch mal ja, den Ball irgendwie über die Linie drücken müssen. Das haben wir heute nicht geschafft. Ich denke, das ist der Hauptgrund, dass die eben da wirklich abgezockt sind vom Tor und in dem Fall die Buden gemacht haben, die wir nicht gemacht haben.
Du sagst es gerade, zweite Halbzeit, da haben wir eine Drangphase von euch erlebt. Welche Worte sind da gefallen in der Halbzeitpause? Im Grunde genommen, dass wir die erste Halbzeit so ein bisschen abhaken sollen. Am Ergebnis kann man eh nichts mehr drehen und wenden und wir müssen einfach mit neuem Elan, mit neuer Frische versuchen rauszukommen, ja, und versuchen nochmal den Druck und das Tempo irgendwie hochzuhalten und dann eben versuchen nochmal da dran zu kommen, was uns eben heute leider nicht gelungen ist. Wenig Zeit, am Freitag geht's zur Süderelbe. Nee, die kommt zu euch. So, nee, rum. Nee, ihr zur Süderelbe, genau. Ziel noch für die Saison? Ja, wir wollen das Maximum rausholen. Wir versuchen jedes Spiel so anzugehen, ja, dass wir es gewinnen wollen auf jeden Fall. Das heißt auch am Freitag fahren wir dahin, um das Spiel zu gewinnen, ganz klar. Dann danke dir fürs Interview und noch schönen Ostermontag. Vielen Dank, das wünsche ich auch. Danke.